Und damit begrüße ich euch zurück hier bei The Witcher 3 Wild Hunt in Novigrad, wer hätte es gedacht. Wir wollen im Goldenen Stör auf Corin treffen, oder Corin, wie auch man es aussprechen möchte. Denn wir wollen herausfinden, was sie uns über Ciri sagen kann. Also ich muss sagen, Mann, das darf doch echt nicht wahr sein. Langsam nervt ihr. Autsch, das war blöd. Komm schon, ich habe auch ein paar schwere Hiebe für dich. So, du wolltest es ja nicht anders. Mann, die Armen, die jetzt hier die Leichen wegräumen müssen. So. Weg mit dem Schwert. Wo war ich? Genau. Also hier in Novigrad gibt es auf jeden Fall alles. Es gibt hier Göttlinge, es gibt Träumerinnen, es gibt Magier, es gibt Lagerfeuer, auf den Menschen verbrannt werden, Scheiterhaufen sozusagen. Es gibt Künstler, die abstrakte Kunst malen. Es gibt riesige Marktstände. Eine lebendige Stadt, wie man sie sich vorstellt. Vivaldi Bank. Vivaldi Bank. Okay. Wimme Vivaldi, sicherlich nicht der Inhaber der Bank. Sieh an, sieh an. Der weiße Wolf persönlich in meiner bescheidenen Hütte. Was kann ich für dich tun? Bescheidene Hütte, schön gesagt. Kredit will ich nicht. Geld umtauschen? Ja, warum eigentlich nicht? Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Jetzt wird's interessant. Ah, oh, sehr schön. Jetzt haben wir nur Kronen. Ah, wir haben ja auch... Klar, wir hatten natürlich auch die ganzen anderen Währungen aus Temerien und so weiter dabei. Sehr schön, jetzt haben wir das alles eingetauscht. Was haben wir hier? Das Rosmarin, das kennen wir schon. Das sieht mir beinahe einem Schmied aus. Rüstungsschmied. Das bist ja wohl du, oder? Rüstungsschmied. Erstklassige Schwerter. Aber das stand doch Rüstungsschmied. Kannst du eine Rüstung in Meisterqualität anfertigen? Wärst du imstande, eine Rüstung in Meisterqualität herzustellen? Na, die Gesellenprüfung habe ich zwar bestanden, aber eine Meisterrüstung habe ich noch nie gemacht. Vielleicht könntest du es in Velen versuchen. Dort lebt ein Zwerg. Fergus heißt er. Die Leute in der Zunft sagen, dass er der beste Rüstungsschmied südlich vom Ponta ist. Ja, ja, die Nachbarn müssen gerade wieder beweisen, was für tolle Motoren sie haben. Ohne Worte sowas. Ja, zeig mir mal bitte deine Ware, mein Freund. Zeig mal, was du anzubieten hast. Sowieso nur Müll, vermute ich mal. Okay, was ist das denn? Stark verblichene Notiz von Hieronymus zum Hexer Elga. Kostet nur 60, nehmen wir mal mit. So. Ich glaube, ich sollte mal meine Fenster schließen. Denn ich glaube, das ist gar kein Motor. Das hört sich beinahe an, als würde da draußen jemand mit schwerem Gerät arbeiten. Und das war ernst gemeint. Was haben wir hier? Wir wollten auf jeden Fall die Novigrader Langschwerter verkaufen. Die brauchen wir sowieso nicht. Ebenfalls können wir die Assassinenhandschuhe verkaufen. Die Schwertmeisterstiefel ebenfalls. Brigantine, die kann eigentlich auch weg, oder? Ja, weg damit. So, unser alter Sattel. Weg damit. So, was haben wir hier? Noch ein Questgegenstand oder ein weiterführenden Gegenstand. Edwin Grelofs dritte Karte. Hexerausrüstung finden. Wollen wir natürlich auch machen. Oh, eine Relikthose. 1312 ist ganz schön teuer. Ja, ja. Ich schau mal ganz kurz ins Handwerk. Das ist auch interessant, was wir hier herstellen können. Bärenhose, Stufe 30. Greifenhose.
Stufe 11 benötigt. Die könnten wir sogar herstellen. Die hatten wir aber auch schon mal, oder? Axtkämpferhose. Von den Effekten her sehr, sehr schwach. Auch hier eigentlich. Vitalität plus 0. Nee, danke. Katzenhose wäre nicht schlecht, aber Stufe 17. Stufe 30. Stufe 16, 13, aber von den Werten her nicht gut. Nee, lohnt sich auch nicht. Katzenrüstung, Stufe 17. Also die Katzenrüstung werden wir definitiv herstellen, aber wie gesagt, Stufe 17, das dauert noch ein bisschen. Stufe 24, oh Gott. Nee. Nee, nee. Nee, 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 nee. So, handeln. Soll die Hose kaufen oder nicht? Das ist die Frage. Ich hätte sie schon gerne. Hachi. So. Sei es drum. Wir können die hier mal verkaufen. Die Greifenhose, die brauchen wir eh nicht mehr. Und die können wir nochmal herstellen, wenn wir die wirklich nochmal haben wollen. Wir können aber auf jeden Fall verkaufen einige Schwerter. Ne, das sind legendäre Schwerter, die will ich behalten. Nee, nee. So. Auf Wiedersehen. Bis dann. Wie gesagt, die Greifensache können wir im Notfall nochmal herstellen. Inventar. Joa. Warum nicht? Kleine. Ein normaler Runenstein. Kleine Rune. Egal, trotzdem, die Igni-Glyphe, ihr wisst ja, ich liebe die Igni-Glyphe und vor allen Dingen das Igni-Zeichen. Und dann können wir eigentlich... Ne, die Hose behalten wir mal. So. Auf Wiedersehen, Rüstungsschmied, der scheinbar mit Waffen wirbt. Warum erst morgen kaufen, Kaufmann brauchen wir gerade nicht. Da würde ich sagen, geht's jetzt aber weiter in Richtung der goldenen Stör. Immer wieder gibt es irgendetwas, das mich vom Weg abbringt. Merkt ihr das? Echt schlimm, sowas. Novigrad ist ein Geisteszustand, klar. Okay, da waren die Texturen. So, einmal hier rein scheinbar. Der goldene Stör. Ohne Worte. Da ist eine Aufgabe. Überall tauchen auf einmal Aufgaben auf. Es darf nicht wahr sein. Du nur wieder zurück in deinen Schaukelstuhl. Deine Klingen, warum trägst du die nicht an der Hüfte wie alle? Das ist eine gute Frage, Nidas. Ein Hexer? Oh, bist du zufällig wegen der Nachricht hier? Eigentlich nicht. Aber worum geht's denn? Eigentlich nicht. Aber worum geht's genau? Ich habe gehört, du suchst deine Begleitung. Nicht irgendeine Reise, sondern übers Meer. Hör zu, als ich 1242 zur Infanterie kam, habe ich meiner geliebten Letta versprochen, lebendig, unverletzt und mit einer Perle aus Skellige zurückzukommen. Einer seltenen und sehr wertvollen schwarzen Perle. So, so. Große Pläne. Vielleicht. Aber das waren leere Versprechen. Ich kehrte aus den Kriegen zurück, doch hielt nie mein Wort. Jetzt ist es aber soweit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Sache ist nur, ich bin inzwischen alt geworden, wie du siehst. Ich schaffe es nicht mehr alleine. Ich brauche eine starke Schulter. Und Hexer sind auch stark. Und? Was sagst du? Ja, wir haben eigentlich wirklich andere Sorgen, aber wenn wir zufällig eine schwarze Perle finden, ich meine, warum nicht? Der Plan ist wirklich verrückt, aber er klingt auch sehr reizvoll. Wenn du mich bezahlst, helfe ich dir. Mach dir um Geld keine Sorgen. Ich habe genügend von den Fronten mitgebracht. Dann treffen wir uns in Skellige, an der kaputten Brücke bei Arinbjörn. Der Ort, wo die schwarzen Perlen wachsen, ist dort in der Nähe. In Ordnung? Klingt gut. Wir sehen uns dort. Wir werden da gar nicht hingehen. So ein Idiot. Der wird jetzt immer auf uns warten. So, wir gehen rein zum goldenen Stör.
und finden jetzt endlich heraus, was es mit Ciri auf sich hat. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass wir hier jetzt endgültig erfahren werden, wo wir sie treffen können. Auch dieses Gasthaus haben wir bereits untersucht, durchforstet und katalogisiert. Vergessen wir das wieder. So, lauf, lauf, lauf. Und jetzt ergibt auch dieses Zimmer hier auf einmal einen Sinn mit den ganzen Reagenzien. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Das ist gemein. Aber erstmal eine Frage, die wohl viele Menschen, auch mich, um ehrlich zu sein, immer bewegt. Was ist Träumen überhaupt genau? Deine Gabe, wie funktioniert sie? Schwer zu sagen. Zuerst muss ich das Band zwischen der Person und dem Objekt verstehen, von dem ich träume. Ich stelle Fragen und versuche, Emotionen hervorzubringen. Obwohl mir die meisten Leute die Wahrheit sagen, gibt es immer noch welche, die nicht offen über bestimmte Dinge sprechen möchten. Manche Dinge nehmen sie gar nicht wahr, was die Sache noch verkompliziert. Was siehst du in deinen Träumen? Ich? Nichts. Es ist mein Kunde, der träumt. Meine Gabe besteht darin, die richtigen Träume herbeizurufen. Manchmal verschwimmen Albträume oder starkes Verlangen mit tatsächlichen Ereignissen. Dann muss ich die Spreu vom Weizen trennen. Und warum ist sie dann in dem einen Haus da eingeschlafen, wenn die doch ihre Kunden träumen lässt? Naja, ganz kurz. Ja, ich habe gedacht, jetzt kommt die erlösende Frage, was Träume sind. Aber okay, ich bin bereit. Legen wir los und finden Ciri, hoffentlich. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Oh wei, oh wei. Erste Mal begegnet. Ich habe sie in Kaer Morhen ausgebildet. Ich habe ihr einmal das Leben gerettet. Sie war dabei als... Ich würde ja beinahe sagen, dass das die fundamentalste Erinnerung ist, oder? Ausbildung ist nichts Besonderes. Wir haben wahrscheinlich mehr als nur Ciri ausgebildet. Leben gerettet ist schön und gut, aber... Ich denke mal, der Tod ist doch eigentlich die bedeutendste Erfahrung, die man als dann doch nicht Toter machen kann, oder? Es war in Riva. Der zweite Krieg mit Nilfgaard war gerade zu Ende gegangen. Trotzdem gab es noch Spannungen. Aus irgendwelchen Gründen brachen Rassenunruhen aus. Ich habe alles versucht, aber diese wütende Meute konnte ich nicht aufhalten. Da war dieser Junge mit einer Mistgabel. Rammte sie direkt in meinen Bauch. Auch Yennefer lag im Sterben. Ciri hatte uns auf ein Boot geschleppt. Wir fuhren an einen Ort, wo Apfelbäume ewig blühen. Sie ließ uns dort zurück. Dort sah ich sie das letzte Mal. Willst du noch was hinzufügen? Vielleicht noch eine Erinnerung? Es muss nicht sein, aber wenn wir die Möglichkeit haben, würde ich gerne mehr Erinnerungen über Ciri hören. Ja, da ist noch was. Schon gut. Sag mir nicht mehr, als du willst. Ich würde gerne alles durchgehen, wie gesagt. Ich habe ihr auch einmal das Leben gerettet. Das war nach ihrer Ausbildung in Kaer Morhen, nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigger. Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte, auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder. Diese Erinnerungen sind intensiv. Willst du weitermachen?
Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe noch mehr zu sagen. Dann bitte. Zum Beispiel die erste Begegnung. Ich erledigte einst einen Auftrag, sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Ja, noch eine letzte. Ja. Keine Eile, wir haben Zeit. Die Ausbildung in Kaer Morhen. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Waise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich. Sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Ja, sie ist ein Kind vom älteren Blut. Das haben wir bereits in den Erinnerungen gesehen. Sie wurde die Herrin der Zeiten und Welten genannt. Sie konnte sich nicht richtig kontrollieren. Das wäre gemein. Ich würde sagen, Ciri ist ein Kind vom älteren Blut. Auch wenn das schon etwas sehr, sehr Tiefgründiges ist, würde ich es dennoch so aussprechen. Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falker? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja. Ja, da ist noch etwas. Ich hoffe, wir werden es nicht bereuen. Ja, sie wurde die Herrin der Zeiten und Welten genannt. Und das auch aufgrund ihrer Fertigkeiten. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Wie gesagt, ich möchte definitiv alle Optionen durchgehen, da ich auf jeden Fall selber auch die ganzen Sachen erfahren möchte. Ja, da ist noch etwas. Denn manchmal konnte sie sich nicht richtig kontrollieren. Ich weiß noch, dass Ciri ihre Fähigkeiten nicht richtig kontrollieren konnte. Yennefer wollte ihr einfache Zaubersprüche beibringen und Ciri hat daraufhin einen Schuppen in der Nähe zerstört. Sie war ganz geknickt, obwohl es nur ein alter Schuppen war. Lange hat sie versucht, ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen, aber ich befürchte, sie hat es bis heute nicht richtig geschafft. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du?
Yennefer und Triss halte ich eher für... Ich weiß ja nicht. Rittersporn wohl kaum. Ich meine, was hat... Ich glaube nicht, dass Ciri so viel mit Rittersporn zu tun hatte. Ich denke eher Yennefer und Triss. Vor allen Dingen, weil Yennefer... ja, Yennefer hat sie ja sogar Tochter genannt. Daher ist das am naheliegendsten. Yennefer war nicht in Novigrad. Triss schon, aber Ciri hat sie nicht gefunden. Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Oder doch. Ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Okay, das Rosmarin und Thymian, davon haben wir schon einiges gehört. War das nicht ein Gebäude im Rotlichtmilieu? Oh wei. Rosmarin und Thymian? Wo ist das? Wenn du die Stadt durch den Rotlichtbezirk betrittst, kommst du zu einer Brücke. Das Rosmarin ist direkt dahinter. Rittersporn hat ein Bordell geerbt? So habe ich das gehört. Ihre Klamotten haben leichte Zuckungen. Ja gut, danke für deine Hilfe. Ich denke mal, damit wissen wir jetzt, was wir als nächstes absuchen werden. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. Das wird schon. Quest abgeschlossen. Träume in Novigrad. Neue Quest. Die Mätressenliste. Geh zum Rosmarin und Thymian. Und ich würde sagen, insofern wir hier in Novigrad selbst keine neuen Aufgaben haben, wird dann auch Rittersporn... Okay, direkt hinterm Haus. Wird auch Rittersporn der nächste Charakter sein, dem wir begegnen werden. Da kommt es aber jetzt ja alles wie Faust aufs Auge, oder? So. Hä? Hier hat irgendwo die Aufgabe, oder nicht? Okay, die nächste links. Bitte links abbiegen. So. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich wieder so eine ganz kurze und kleine Nebenaufgabe sein, die wir binnen weniger Minuten erledigt haben. Nicht wahr? Ach, der Ja. Der Idiot. Gewärtige den Kampf. Diesmal wirst du es nicht so einfach haben. Du hast Freunde dabei. Kämpfen die auch alle zu Ehren der Jungfer Heidelbeer? Nein, die kämpfen für die gerechte Sache, die darin besteht, dass du gegen mehrere kämpfst. Ach ja. Ja, denn du bist ein Bösewicht und Betrüger, mein Herr. Du hast dich nicht als Hexer zu erkennen gegeben. Ist sie auch gar nicht einfach zu sehen an den Augen und sowas, aber ich würde sagen, komm, verschwinde und lass mich einfach in Ruhe. Es ist spät. Geht besser nach Hause. Morgen ist auch noch ein Tag. Weise Worte. Ich weiß nicht, wie es euch geht,
aber ich bin so schläfrig. Hier sind wir fertig. Was willst du? So Idioten. Okay, auf zum Rosmarin und Thymian. Meine Güte, das darf echt nicht wahr sein. Der gute Rittersporn erbt also ein Bordell. Ich glaube, das ist so ziemlich die Erfüllung seiner Träume. Ich weiß noch, wie er sich dem Succubus hingegeben hat in The Witcher 2. Ich glaube, auch in einem Bordell oder als Bordellbesitzer, als ja, Zuhälter indirekt, könnte Rittersporn tatsächlich glücklich werden. Naja. Ich bin gespannt, wie er auf unsere Begegnung reagieren wird. Im Traum selber sah es aber so aus, als würde er bedroht werden, als würde er sich verstecken und als würde man dann eine Wand sprengen, um ihn zu erreichen. Also auch da scheint irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Da sollte uns vielleicht ein wenig ranhalten. Bevor unser guter Rittersporn noch das Zeitliche segnet. Ich glaube nicht, dass er sich mit seiner Laute allzu gut verteidigen kann. Und generell war er sowieso eher der Passivere. Wenn ich mich so erinnere. Ach so, das gute Gebäude mit der Lagerkiste. Ja, da waren wir ja noch gar nicht drin oder so. Nett, dass Rittersporn sich da versteckt hat, damit wir ihn bloß nicht sehen. Und schön, dass seine Säge schwebt. Aber ich würde beinahe sagen, da wir jetzt mit der Träumerin sozusagen, doch ziemlich viel über den Verbleib von Ciri und vor allen Dingen über die Vergangenheit von Ciri erfahren haben, machen wir hier mit unserem guten Rittersporn erst beim nächsten Mal weiter. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich freue mich schon, wie gesagt, es kommen jetzt wirklich sehr, sehr interessante und facettenreiche Momente hier in The Witcher 3, die wir beim nächsten Mal weiter verfolgen werden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen hier mit Geralt von Riva.